Seit 311 Tagen gibt es beim Salzburger Obus keinen Normalbetrieb mehr. Und sogar mit dem bevorstehenden Schulstart wird der ausgedünnte 15-Minuten-Takt verlängert. Das heißt, lange Wartezeiten, überfüllte Busse, verpasste Anschlüsse. Begonnen hat die ganze Misere im letzten Herbst, als die Salzburger AG den üblichen 10-Minuten-Takt ausgedünnt hat. Zum 15-Minuten-Takt ein schlechteres Angebot als in den 1980er Jahren. Damals hat die Konzernleitung versichert, das wäre nur für ein paar Wochen. Jetzt sind es 311 Tage später, umgerechnet 44 Wochen. Und besonders dreist ist, wie anlässlich des Schulstarts die Salzburger AG Manager versucht haben, das nach außen hin zu vermarkten. Die haben nämlich eine Presseaussendung ausgeschickt mit dem Titel »Zum Schulbeginn wieder dichtere Intervalle im Stadtverkehr«, eine Jubelmeldung. Und dass man den Wechsel vom sehr schlechten Sommerfahrplan zum schlechten 15-Minuten-Takt als Fortschritt verkauft, ist schon einigermaßen frech. Offenbar hofft die Salzburger AG, dass die Salzburger sich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir eigentlich einmal einen 10-Minuten-Takt haben. Damit sie mit der Masche nicht durchkommen, haben wir bei der KPÖ Plus Website jetzt einen Online-Zähler gestartet, der tagesaktuell informiert, seit wie vielen Tagen, Stunden und Minuten wir schon auf die versprochene Rückkehr zum 10-Minuten-Takt warten. Wir erwarten uns von der Salzburger AG keine Zauberei, keine olympischen Höchstleistungen, keine Wunder, sondern einfach nur, dass sie das schafft, was andere Städte auch schaffen, nämlich einen funktionierenden Busbetrieb.